30 Minutes Left. Hallihallo. Hallihallo. Ich habe gedacht, wir fangen heute mal alternativ mit dem Folgentitel an. Da hat irgendjemand seinen... Nee, den Titel meine ich gar nicht. Ich meine natürlich den Folgennummer. Wir sind hier bei 30 Minutes Left Folge 24 und das Piepen von dem Telefon hat man im Podcast nicht gehört. Da brauchst du dich gar nicht so anzustellen. Okay. Und wir trinken jetzt gerade hier Quicks. Mit Doppel-X? Genau. Das heißt, wie hieß noch früher dieser Messenger, den man haben konnte, dieser Beeper? Es gab ja sowas von Skype. Nee, Skype nicht. Ich hatte mal sowas. Ich glaube, es gab einen, der hieß auch Quicks mit Doppel-X. Ich bin mir aber unsicher. Nee, bestimmt anders. Ich glaube, da hieß Quicks. Ist der nicht Squib? Nein, es gab mehrere und ich glaube, ich hatte einen, der Quicks hieß. Aber ich bin mir unsicher. Energy Drink, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Nur in begrenzten Mengen verzehren. Steht da extra vorne auf der Hauptseite. Hier. Das steht bei allen drauf. Aber nicht so vorne, so prominent direkt unten. Ach, was. Blablabla, 32 Milligramm. War ein Geschenk, hast du gesagt? 32 Milligramm. Ja, habe ich letztes Mal gesagt. Das war ein Geschenk von dem lieben Michael. Oh, danke, Michael. Genau. Zusatz von 4 Vitaminen, ja. Zusatz von 4 Vitaminen. Die haben echt abgezählt. Die schmecke ich jetzt nicht raus, die Vitamine, muss ich zugeben. Du? Nee. Nee. Das sind bestimmt die guten Vitamine B, A, S und F. B6, B12, E150, C und E. Nein, okay, das sind Farbstoffe. Ich durfte als Kind nichts essen, wo E drin war, weil das immer die Farbstoffe waren und die Farbstoffe sind natürlich böse. Birne, Banane. Nee, also. Da ist auch ein E drin. Ja, irgendwelche Inhaltsstoffe mit E150 und 306 und was es alles gab. Deswegen bist du so bleich, weil dir die Farbstoffe fehlen. Ja, genau. Richtig. Hat nichts mit Sonneneinstrahlung zu tun. Nee. Wir haben ja jetzt, um mal so ein bisschen jetzt hier so zum Thema zu kommen. Zu welchem Thema willst du denn kommen? Zum iPhone. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen über das iPhone geredet. Und jetzt hat ja jeder iOS 5. Also. Jeder? Ja, alle Menschen haben jetzt iOS 5. Nein. Aber 10% aller iOS-Geräte sind auf iOS 5. 10% aller iOS-Geräte? Genau. Die können? Nein, aller. Also auch das iPhone 1 ist damit eingerechnet, das iPhone Classic. Okay. Habe ich letztens irgendwo gelesen. Ich glaube bei dem FSC-Carlog im Twitter-Stream oder beim iPhone-Blog oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, es gibt ja eigentlich nur die beiden, oder? Verfolgst du andere iPhone-News? Ich nicht. Nö. Also, das reicht ja auch. Einer von den beiden sein. Also, danke ihr beiden, falls ihr uns zuhört. Genau. Das gibt es ja noch eine ganze Menge Kleinigkeiten, die man erst so nach und nach entdeckt. Genau, oder die mir schon lange klar sind, weil ich das einfach schon seit Anfang der Beta benutze. Genau, ich ja nicht. Jetzt plötzlich per Twitter erfahre, dass das ja Neuigkeiten für alle anderen sind. Das genau. Ist lustig. Zum Beispiel kann man jetzt Ringeltöne und SMS-Töne im Store kaufen. Ja, also toll. Kaufen. Was zahlst du denn für so einen Klingelton im Store? Man zahlt für einen piependen R2D2 im Store 99 Cent. Das ist ja ein Schnäppchen. Es gibt, glaube ich, auch nur piepende R2D2s und brüllende Wookies oder so. Also es sind echt Star Wars Klingeltöne? Es sind fast nur Star Wars SMS-Töne jetzt. Ich habe nur bei SMS. Das ist allerdings ziemlich cool. Aber nichts anderes. Oder jedenfalls nichts. Das hat auch viel was. Anderes. Man kann die aber sicher auch selber machen jetzt. Das konnte man ja vorher nicht. Man konnte sich zwar Klingeltöne machen, aber keine SMS-Töne. Keine und das SMS-Töne. Geht jetzt doch. Ja, voll gut. Richtig. Und was man sich auch selber machen kann? Na? Vibrationen. Vibration. Das habe ich letztens entdeckt. Good. Also Custom man, Vibrations. Genau, ja. Da muss man irgendwie auf ein... Nee, weiß ich gar nicht. Man kann das ist unter den Bedienungshilfen, ist das zu finden. Da gibt es ganz viel unter den Bedienungshilfen. Genau, in den Bedienungshilfen. Also du gehst auf die Einstellungs-App, dann gehst du auf Allgemein, dann gehst du auf Bedienungshilfen, das ist ziemlich weit unten. Und da macht man Custom Vibrations an. Und da kannst du alles Mögliche einstellen, unter anderem die Custom Vibrations. Und dann kannst du in den Kontakt hineingehen von der Person und sagen, bearbeiten. Und da kannst du den Klingelton umstellen und darunter kannst du vibrieren, von Standard umschalten auf Erinnerung oder Herzschlag. Hört man das? Nee. Oder, doch, das hört man. Oder neue Vibrationen erstellen. Genau, das ist witzig. Das erstellst du nämlich, indem du auf den Bildschirm tappst. Genau, und solange du ihn drauf getappt hältst. Genau, ich versuche das jetzt mal. Und jetzt sage ich wieder, Stopp, Wiedergabe. Das ist aber schön. Ich hoffe echt, dass man das mal hört. Das ist aber echt schön, also. So, Stopp, abbrechen. Das ist doof gewesen. Aber auf jeden Fall finde ich das sehr cool. Ich brauche es zwar noch nicht oder habe es noch nicht eingestellt, aber nett. Ja, mich stört es ein bisschen, dass du, also ich hatte früher ein Sidekick von T-Mobile, bevor es das iPhone gab.
gab es ja nur wenig Internet-Handys. Und da konntest du, da war ein Chat-Client eingebaut und da hast du halt verschiedene Klingeltöne einstellen können, beziehungsweise verschiedene Vibrationen einstellen können, für wenn Leute online und offline gehen. Und okay, das fand ich durchaus praktisch und das funktioniert leider mit dem iPhone immer noch nicht. Und hat man ja, weil man auch immer online ist, also Ich würde, klar, das ist natürlich jetzt irgendwie 6 Jahre her. Diesen Status des Offline würde ich komplett rausstreichen. Da gibt es natürlich kaum noch. Aber zu den Bedienungshilfen, da gibt es auch ein ganz anderes Zeug, was du einstellen kannst. Für alle Leute, es gibt ja massenhaft Leute, die sich aufgeregt haben, dass der Home-Button so schlecht funktioniert. Ja. Da kannst du jetzt irgendwie so ein Accessibility-Ding einstellen. Dann hast du so ein Software-Knopf auf dem Bildschirm. Zeig mal. Warte mal. Der heißt Assistive Touch. Okay. Und wenn du den einstellst, ja, dann hast du irgendwo in der Ecke, du kannst ihn verschieben, so einen Button und da kannst du dann drauf patten und dann hast du die Möglichkeit, so ein Home draus zu machen, quasi. Home-Menü-Button. Okay. Und da kannst du halt, der virtuelle Home-Button, der funktioniert dann genau wie der andere auch. Das heißt, wenn du gedrückt hältst zum Beispiel, der geht Voice-Over an. Ja. Bip-bip. Oder auch nicht. Und du hast aber auch verschiedene andere Möglichkeiten. Du kannst Gesten machen, du kannst Gesten voreinstellen. Du kannst zum Beispiel sagen, aha, also für Leute, die nur einen Finger haben zum Beispiel, kannst du sagen, aha, hier Gesten, ich nehme jetzt 2 Finger und scroll damit. Okay. Oder du kannst auch mit dem Gerät alles mögliche einstellen. Ton aus, lauter, leiser, Bildschirm sperren, drehen, schütteln. Für Leute, die nicht schütteln können oder so. Ja. Ist nett. Dafür finde ich es super. Und das iPhone soll ja und auch... Und es funktioniert halt auch, wenn du, wie gesagt, nur einen kaputten Homebutton hast. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass das iPhone ja auch das Telefon ist, was angeblich am besten geeignet für Blinde ist. Weil du kannst irgendwie Blindenschrift damit ausgeben, also er hat so ein Blindenzeilen-Schreib-Lesegerät-Dings. Braille. Anschließen. Ja, genau. So ein, ja. So ein Ding. Kannst ja, finde ich auch sehr cool. Sagt er auch, wenn du hier irgendwie auf die Blindeneinstellungen gehen kannst, wo ist denn das hier? Dass du Bluetooth anmachen musst, damit er sich damit verbinden kann und so. Ja, Bluetooth habe ich immer an. Ich habe mal so ein kurzes Doku-Video gesehen, wo ein tatsächlich komplett Blinder das iPhone benutzt und es ging. Damals war das noch iOS 3 und es ging auch damit schon. Du kannst hier jetzt mit dem iPhone 4, das ist auch witzig, den LED-Blitz bei Hinweisen anmachen. Ja. Das heißt, der blitzt dann jedes Mal, wenn du einen Hinweis kriegst. Das ist für Leute, die es irgendwie im Dunkeln benutzen wollen und nur Vibration haben oder so. Ist auch hilfreich. Und was natürlich auch großartig ist, ein Feature, auf das ich sehr stehe, Holger wird mir da gleich vehement widersprechen, Text vorlesen lassen. Das ist so nervig. Du kannst in den Bedienungshilfen nämlich direkt unter Sehen Auswahl vorlesen einstellen und dann kannst du jeden Text, den du in dem iPhone auswählst, zum Kopieren normalerweise oder zum Pasten oder so, kannst du dir dann vorlesen lassen. Ja, das funktioniert total großartig. Das ist für Blinde auch sinnvoll, aber ich finde das so nervig für mich, weil diese computergenerierten Stimmen, die gehen mir total auf den Geist. Das ist so bei so Kleinigkeiten wie Siri oder jetzt auch Voice Control ist das noch ganz okay, wenn die nur irgendwie 3 Wörter sagen oder sowas. Aber so einen ganzen Text damit anhören könnte ich mir nicht. Das, nee, geht nicht. Naja, also es funktioniert halt nur in der Sprache, in der du dann auch gerade bist. Let's talk iPhone. Let's talk? Let's talk wäre es gewesen. Ja. Naja. Änderungen. Was ich an sehr... Also im Grunde und Ganzen, im Großen und Ganzen finde ich die Sprachsynthese schon relativ gut für ein Telefon. Ja, natürlich. Wenn man bedenkt, dass das ein Computer vor 5 Jahren nicht so gut hingekriegt hat. Natürlich ist das ganz okay. Aber... ich finde es trotzdem nervig. Außerdem musst du ja auch bedenken, das ist nur die deutsche Version. Die englische ist ja um Längen besser. Ja, finde ich trotzdem nicht gut. Habe ich auch ausprobiert. Okay. Was ich aber sehr, sehr gut finde, ist, was ich auch jetzt irgendwie jeden Tag benutze, sind die Location Reminders. Also man kann sich ja erinnern lassen, nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem bestimmten Tag, sondern auch wenn man an einen bestimmten Ort kommt oder weggeht. Und mir passiert das häufiger mal, dass ich irgendwie abends weg bin und dann morgens mit meinen Kontaktlinsen im Auge aufwache. Und das ist nicht so angenehm. Und da habe ich jetzt einfach einen Reminder gemacht. Wenn ich in die Nähe von meiner Wohnung komme, dann soll er mich bitte erinnern, dass ich die Kontaktlinsen rausnehme. Das macht er jetzt natürlich auch tagsüber, wenn ich es nicht vergessen würde. Aber nachts auch, und das ist sehr cool. Macht er jedes Mal so lange, bis du es ausstellst, ne? Ja, also das kann man leider nicht kombinieren, dass das irgendwie nur
in der Zeit von 22 bis 5 Uhr morgens macht oder sowas. Ich finde ein bisschen schade, also diese Reminders funktionieren nach Location total super. Ich hätte gerne einen Reminder, der mich erinnert 5 Minuten, nachdem ich angekommen bin. Weil in dem Moment, wo ich auf das Gebiet zugehe, habe ich überhaupt keinen Sinn für irgendeinen Reminder. Ja, das macht er ja über die Cell Tower, also die UMTS. Ja, deswegen hätte ich ja gerne so eine Zeitverzögerung drin. Ja, oder das, also das, ich wollte es nur eben kurz erklären, wie es funktioniert. Ach so. Das UMTS meldet sich ja um, wenn es eine Zelle verlässt. Und wenn das dann in die nächste Zelle wechselt, meldet sich halt beim Zelltower um. Und darauf reagiert dann das iPhone. Und das kann dann sagen, du bist jetzt in der Zelle, die bei dir zu Hause ist, dann erinnere ich dich mal. Was ich auch ein bisschen doof finde, weil der könnte genauso gut auf das WLAN reagieren. Also das WLAN, das bei mir zu Hause ist, das ist wirklich nur hier oben in meiner Etage zu erreichen. Und unten nicht. Und deswegen, wenn ich dann in der Wohnung bin oder aus dem Fahrstuhl rauskomme, dann könnte er mich ruhig erinnern. Das würde ich ganz gut finden. Das würde ich auch gut finden. Aber das ist ja aber noch... Er sagt ja überhaupt nicht, wie er zu der Location kommt. Ich habe immer gedacht, das funktioniert über GPS. Nee. Sobald du das anstellst, das Feature, das hatte ich irgendwann daran erinnern soll, hast du ja auch dein Location-File oben in der Titelleiste. Ja, den habe ich sowieso immer, wegen Latitude und so. Den hat man ja aber auch bei Find My Friends. Bei Find My Friends. Das haben wir jetzt auch installiert. Genau, wir haben, also ich habe genau einen Friend, den ich finden kann, und das bist du. Ich habe zwei und wir haben das schon so ein bisschen ausprobiert. Und zwar, also erstmal generell das Feature haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon erklärt. Aber man kann halt seine... Du kannst halt deine Lokation freigeben für Leute, denen du es freigeben willst. Genau, und dann können die halt nachgucken, wo du gerade bist. Genau. Und das funktioniert auch irgendwie ganz nett. Es funktioniert on demand. Also dein iPhone pusht die ganze Zeit nicht deine Location raus, sondern wenn ich das bei mir öffne und sage, ich möchte wissen, wo Arne ist, erst dann wird ein Request an dein iPhone geschickt. Und weil ich das freigegeben habe, genau, von vornherein. Über so eine unsichtbare Push-Nachricht. Und dann in dem Moment schickt dein iPhone dann die Location raus ins Internet und dann an mich. Ja, voll gut. Was ich sehr cool finde, wenn man das Feature eine Weile lang nicht benutzt hat, dann muss man sein Kennwort eingeben, damit man es nutzen kann. Also damit ich dich finden kann, muss ich mein Kennwort eingeben. Ja, also dann hast du keine Codesperre dann im Gerät. Nee, das kann sein. Weil ich habe nämlich eine Codesperre im Gerät. Und da steht auch darunter, wenn du sollst die Codesperre eingeben, am Gerät anschalten, dann fragt er dich nicht mehr. Also es ist halt dafür, dass, falls das Gerät mal zufällig in falsche Hände gerät, dass nicht alle Leute quasi die Freunde ausspionieren können. Richtig. Finde ich super. Ich auch. Was ich auch super finde übrigens, ist, dass in iOS 5 der Stotter-Bug in Podcasts endlich behoben wurde. Weißt du überhaupt, worum es dabei geht? Ja, wenn man einen Podcast hat mit Bildern, wie wir es am Anfang auch gemacht haben. Genau. Und man da den Bildschirm aus ist und man dann den Bildschirm anmacht, dann hakt das irgendwie kurz für eine Zehntelsekunde oder andersrum. Oder so. Das heißt, jedes Mal, wenn du Bildschirm an- oder ausgemacht hast, dann hat es halt gestottert. Und das ging mir so sehr auf den Keks, dass ich die Bilder irgendwann weggelassen habe. Aber wir können sie jetzt theoretisch wieder einbauen, weil jetzt haben wir alle iOS 5. Aber das ist mal so viel Arbeit. Ja, vielleicht haben wir ja mal irgendwas zu erzählen oder zu zeigen oder so. Ja. Hast du Fotostream? Nur mit Fotostream hast du der... Lass uns doch mal... Also wir fangen mal neu an mit dem Thema iCloud. Dazu gehört auch... Fotostream. Ja, Mensch, warum wolltest du keine Überleitung machen? Sind Überleitungen jetzt out? Überleitung, haben wir ja festgestellt, dass ich Überleitung nicht kann und deswegen lassen wir sie einfach weg. Nee, aber ich kann sie ja einigermaßen. Okay, dann leiten wir über. Ja, also wie gerade schon erwähnt, gehen wir jetzt zu iCloud und Fotostream. Genau, da hattest du ja kleine Probleme mit. Ja genau, Fotostream ist nämlich ein interessantes Machwerk. Ein sehr gefährliches Machwerk. Sehr gefährliches Machwerk. Es postet nämlich jedes mit dem iPhone gemachte Bild, sobald man es einmal aktiviert hat, sofort in die Cloud. In den Fotostream. Und da bleiben 1000 Fotos drin. Und die gehen dann auf alle Geräte, die ebenfalls mit deinem Fotostream verbunden sind. Also bei mir wäre das jetzt mein iPad und mein Apple TV. Dein Apple TV? Mein Apple TV. Dein Apple TV kann sowas? Mein Apple TV kann sowas. Ich dachte, das gibt's noch nicht. Der hat iOS 5 drauf und der kann das. Dein Apple TV hat iOS 5? Mein Apple TV. Das heißt bestimmt anders. Nein, das heißt iOS 5 oder Version 5 oder so. Also auf jeden Fall die aktuelle Version. Und der kann Apple TV. Nein, der kann Fotostream. Das ist natürlich interessant. Und das ist natürlich jetzt sehr problematisch, weil, also für mich ist es scheißegal. Achso, lass uns mal kurz weiter erklären, was mit den Fotos passiert. Also die werden halt auf alle anderen Geräte gestreamt. Und insofern, dass es ein Apple TV, also ein iOS-Gerät ist, bleiben die in dem Fotostream und bleiben da.
Und in dem Fall, dass es ein iPhoto ist auf einem funktionierenden Mac. Ein aktuelles iPhoto. Mit einem anderen funktioniert es eh nicht. Werden die da sofort gespeichert. Voll gut. Eigentlich total toll, weil man damit Bilder machen kann mit seinem iPhone und die dann sich nicht mehr drum kümmern muss, dass die irgendwo hingesimmt werden, weil das automatisch passiert. Genau. Was aber jetzt natürlich sehr problematisch ist, das ist jetzt bei mir nicht der Fall, aber nehmen wir mal an, bei dir ist das der Fall. Bei mir ist es auf jeden Fall der Fall. Du bist in einer Beziehung. Wir beide gehen auf Tour. Und ich fülle dich ab und wir gehen schön ins Stripclub. Ich schnapp mir dein Handy. Ich muss ja nicht mal den Sperrcode eingeben. Ich kann ja so ein Foto damit machen. Mit dem neuen iOS 5. Genau. Einfach zweimal auf den Homebutton drücken. Das wird dann auch sofort hochgeladen. Ich mache ein Foto mit deinem Handy von dir, so? Von dir und einer nackten Tänzerin da. Ja. So, dass man, da ich ein guter Fotograf bin, erkennt man nicht, dass wir in einem Stripclub sind. Das wird auf deinen Fotostream hochgeladen. Deine Frau sitzt vor ihrem... Was glaubt man denn, wo wir sind? Ich die Geschichte doch mal ein bisschen aus. Das macht ja gar keinen Spaß so. Ja, wir sind auf einer wilden Gangbang-Party. Oh. Und genau. Deine Frau macht ihren Apple TV an, sieht im Fotostream, alle mit einer nackten Frau auf einer wilden Gangbang-Party. Ich verlasse ihn und ziehe zurück zu meiner Mutter. Leben versaut. Ja, dankeschön. Bitteschön. Das war so eine Idee. Interessante Idee, aber tatsächlich ist das ein Riesenproblem. Was du beschreibst, für dich, für mich nicht. Was du beschreibst, ist im Grunde nur die Tatsache, dass du Bilder aus dem Fotostream nicht löschen kannst. Es gibt nur die Möglichkeit, alle oder gar keins. Ja. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, was Privacy angeht. Wenn man zum Beispiel irgendwo zufällig mit seiner Kamera ein Bild macht, was nicht in die Öffentlichkeit geraten darf, wobei die Öffentlichkeit ist ja im Grunde nur private Öffentlichkeit, aber es reicht ja schon. Stell dir mal vor, du hast ein Apple TV bei deiner Mutter stehen, weil du da gerne mal einen Film rausstreamen möchtest, wenn du bei denen zu Besuch bist zum und Beispiel, die gucken einen Fotostream an. Ja, zum Beispiel. Möchte man das? Oder du bist gerade zum Beispiel mit deiner Partnerin irgendwie am Machen, hast gerade Lust, Bilder davon zu machen, dann hast du dein iPhone da und deine Kinder sitzen im Wohnzimmer und... Ich habe keine Kinder. Nee, was ein Glück. Naja, und zumindest ich mache auch nicht solche Fotos. Es gibt da genügend Fälle, in denen das unangenehm ist und es wurden natürlich auch schon diverse Bug-Reports an Apple geschrieben und jetzt hoffe ich, dass das irgendwann revidiert wird. Revidiert nicht. Nö, also ich finde das eigentlich ein ganz nettes Feature. Ich finde es lustig. Ich bin echt drauf gespannt für die erste Ehe, die dadurch getrennt wird. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich so ist, dass du mit dem aus dem Sperrbildschirm gemachten Fotos, dass die sofort hochgeladen werden. Doch. Hast du es getestet? Warte mal. Weil ich weiß nämlich, dass die Fotos erst dann in die Foto-App kommen, sobald du die aufmachst. Okay, hier, warte mal. Oh. Also sobald du einmal reingehst und die Kamera aufmachst. Sperrbildschirm? Ja. Fotofunktion? Ja. Dauert jetzt ein bisschen. Ist ja kein iPhone 3S. Warum dauert das so lange? Das dauert doch sonst nicht so. Bla. Bin ich das, der hier so reinhabe? Nee, du bist nee, ich bin das. Ich mache hier schon mal am iPad, ich mache das mal hier zu. Jetzt war es gerade auf. Hattest du noch eine Anwendung auf dem iPad offen? Nee. Was, wieso? So, jetzt hier aus dem Fotostream, aus dem Schwerbildschirm aufgemacht. Jo, Bild gemacht. Mit schön hier mit Flash. Mit Blitz. Und jetzt müsste das eigentlich hier auf meinem iPad. Jetzt machen wir zu, das dauert sowieso einen Moment. Genau, jetzt müsste es aber auch gleich auf meinem iPad erscheinen. Wir warten einfach mal. Genau. Du hast die anderen Themen, ich habe die auf meinem iPad. Ich kann noch ein anschließendes Thema dazu erzählen. Es gibt eine Fotoseite, die heißt Everpix. Ja. Die läuft momentan nur unter Private Alpha. Und da bin ich eingeladen worden, das zu nutzen. Was die Seite macht, ist, du gibst alles an, was du so hast. Da ist das Bild. Tatsache, es wird sofort hochgeladen. Abgefahren. Ja, damit würde deine Stripclub-Story auf jeden Fall funktionieren. Ja, und jetzt habe ich ein schreckliches Bild in meinem Fotostream. Sinnloses Bild. Das ist nicht raus. Nee, egal. Angeblich sagt die Apple-Hilfe, man kann es löschen, indem man es überall löscht, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall, du wolltest auf jeden Fall wärst dann schon mal da. Everpix heißt es. Everpix. Und was es macht, ist, du gibst halt an, wo die Bilder auf deinem Rechner liegen und du gibst deine ganzen Facebook und Google Mail und was weiß ich, was du hast für Daten, gibst du da rein und der saugt sich alle Bilder. Ja. Die Bilder sind dann alle online. Und du kannst sie jederzeit wieder angucken. Das ist ein kleines Tool, was im Hintergrund läuft. Das heißt, du musst dich nicht drum kümmern. Und die Bilder sind standardmäßig alle privat.
Aber wenn du lustig bist, kannst du einzelne Ordner davon freigeben. Ja. Das heißt, im Grunde ist es nichts anderes als ein riesen Bildersammeldienst. Was natürlich von Vorteil ist, wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, dass ich von vor 2005 keinerlei Bilder habe, weil mir damals eine Festplatte abgeschmiert ist und ich null Backup hatte und alle Fotos, die ich jemals gemacht hatte, waren drauf. Die Festplatte habe ich zwar noch, aber sie ist leider hin. Okay. In der Hoffnung, dass ich sie irgendwann nochmal reparieren kann, liegt sie bei mir irgendwo im Keller. Und mit Everpix dauernd laufend werden halt die Bilder einfach hochgeladen und dann sind sie da. Was kostet der Spaß? Nichts. Die müssen sich ja irgendwie finanzieren. Ich habe keine Ahnung, wie sie es machen. Also, als sie gefragt worden, es gibt so eine Präsentation dazu, da haben sie gesagt, wie es funktioniert. Daraufhin habe ich mich da auch angemeldet zur Alpha und bin jetzt genommen worden. Ich bin angeblich einer von 100 Leuten. Okay. Und die haben gesagt, es wird ein Freemium-Modell geben. Ja. Das heißt, ich habe keine Ahnung, worauf es hinausläuft. Momentan zumindest zahle ich nichts dafür. Du kannst Schlumpfbären kaufen. Ja, wahrscheinlich wird das irgendwie so ein du kannst zahlen, wenn du willst. Ja, aber werden. Oder vielleicht lassen sie dich nur zugreifen auf die Bilder des letzten Jahres und wenn du mehr willst, musst du irgendwie Geld bezahlen vielleicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr problematisch, meine privaten Fotos an einen Online-Dienst zu geben, den es gerade erst in der Alpha-Version gibt und dessen Geschäftsmodell ich nicht gut genug kenne. Ich gebe viele Sachen in die Cloud, also mein Leben bei Google, also Google weiß alles quasi über mich, Facebook auch, aber da fühle ich mich noch ein bisschen sicherer als bei einem Dienst, den ich nicht kenne. Nee, macht mir jetzt nichts. Okay. Und was gibt's denn noch so in der iCloud Neues? Um mal wieder zurück zum ursprünglichen Thema zu kommen. Genau, die iCloud, richtig. Da gibt's jetzt Kalender und Reminders und so. Also die iCloud, ja, haben wir bestimmt schon erklärt, was sie eigentlich macht. Ne? Eigentlich ist es so ein Sync-Schuppen in der Wolke, deswegen iCloud, also im Internet, wo sich die Sachen automatisch hinsinken und wieder in zurücksinken. In dem Internet? Ja, dieses Internet. Ja. Und da sinken sich die Sachen dann quasi hin und her zwischen iOS-Geräten und den entsprechenden Computern. Bei mir ist es halt ein Mac und ein iPhone. Und wenn ich also einen Kalender zum Beispiel erstelle, einen Termin auf dem Mac, dann ist der kurze Zeit später auf meinem iPhone, ohne dass ich irgendwas sinken muss. Ja, das ist alles sehr, sehr gut. Das funktioniert hervorragend. Und das Gleiche funktioniert halt auch mit den Reminders. Du kannst auf dem Mac die hinreichend gut einstellen. Du kannst nicht sagen, wenn ich hier und hier bin, dann mach den Reminder an. Weil der Mac einfach Location irgendwie nicht drauf hat. Aber im Grunde funktioniert es schon ganz gut. Aber falls ihr die Reminder übrigens sucht, die sind im iCal versteckt. Bei auf dem Mac jetzt. Alt-Command F oder Alt-Command T oder so. Nee, Alt-Command T war es. Kann man die aufrufen. Okay. Und da finden die sich alle wieder. Genau. Achso, aber das ist ja alles, es ist ja eigentlich alles dem alten Mi, .me ähnlich. Mobile Mi. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das nie benutzt, weil es halt immer Geld gekostet hat. Das finde ich eigentlich sehr schade, dass die iCloud kein Geld kostet. Wieso findest du das schade? Weil ich mich dann nicht beschweren kann, dass sie nicht funktioniert. Wenn ich dafür Geld bezahle, kann ich sagen, ich bezahle euch dafür Geld, ich will, dass das funktioniert. Und so können sie sagen, hier, ist ja eh kostenlos. Nimm's oder nicht. Ja, das schon, aber es ist, Ich glaube trotzdem, dass die alles daran setzen werden, dass es nicht funktioniert. Dann will ich doch mal hoffen. Ja. Genauso synkt natürlich auch alles andere. Notes und Safari-Bookmarks und Adressen. Und in den USA auch die Musik. Die Adressen übrigens. Ja. War eine schöne Überleitung, aber ich wollte noch mal zu den Adressen was sagen. Da kann man jetzt auch angeben, was die Leute für Twitter-Namen haben. Darf ich mal ganz kurz stören? Klar. Guck mal, draußen leuchtet's. FC St. Pauli spielt gleich. Oh, Sache. Dann macht auch gleich meine iPhone-Geräusche. Wo war ich denn geblieben? Also du kannst jetzt angeben, was für Twitter-Namen die Leute haben. Und du kannst zu jedem die Beziehungen zu anderen Leuten eintragen. Ich nehme an, dass das ein Feature ist, was in macOS rübergewandert ist, weil Siri das braucht. Weil du kannst ja irgendwie Siri sagen, sag meiner Frau, ich komme heute nicht nach Hause, sondern bleib in dem Stripclub. Du wolltest iOS sagen, nicht macOS. Und ich glaube, dass macOS das deswegen hat, weil Siri das braucht und weil das alles gesynkt wird.
Okay, macOS hat das auch. Also macOS hat die Einstellung, dass du Beziehungen ändern kannst. Okay, cool. Du kannst es am iPhone machen, aber du kannst es halt auch im Adressbuch auf dem Mac machen. Mhm. Und ja, es funktioniert halt. Und dann kannst du halt auch über die Namen dann die anderen Leute jeweils finden. Es ist keine Rückverlinkung. Also kann ich dann noch sagen, ruf die Freundin meines Bruders an? Ja, müsste theoretisch gehen. Kann ich auch sagen, ruf die Mutter meines ungeborenen Kindes an? Weiß ich nicht. Müsste man dann mal Siri fragen. Ich kenne sie ja noch nicht wahrscheinlich. Nee. Vielleicht kenne ich sie schon, ich weiß es nicht. Vielleicht kennt Siri sie ja schon. Ja, aber ich habe kein Siri. Verdammt. Ja, du würdest es ja eh nicht benutzen wollen. Wegen dieser computergenerierten Stimme. Ja, dafür geht das dann schon. Und für die lustigen Sachen, die man mit Siri machen kann. So Siri, open the port bay doors und sowas. Es gibt ja einen lustigen Blog, der alle Shit, Dinge... Shit, Siri says. Genau. Tumblr, glaube ich, ne? Ja, ein Tumblr-Blog. Sehr lustig. Wollen wir zur Musik kommen? Können wir machen. iTunes Match. Die wird auch gesynkt. Ja, genau, die Musik. Aber nur in USA. Es gibt aber mit der GEMA irgendwie Schwierigkeiten. Ja, das die GEMA hat neulich sich zu Wort gemeldet und gesagt, ja, Apple hat bei uns noch nicht angefragt, wie das hier mit iTunes Match wäre, deswegen, das müssten sie auf jeden Fall machen. Und bis es nicht passiert, passiert halt überhaupt nichts. Also quasi so der Beamtenklotz, den Apple quasi am Bein hat, sobald sie den Fuß nach Deutschland stellen. Nein, 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 du meinst den Beamtenklotz, den Apple verfrühstücken wird. Meinst du, dass ja. Die GEMA... Ja. Die GEMA ist ein Scheißverein, die lassen sich nicht frühstücken. Die GEMA wird keine Chance haben gegen Apple. Glaube ich. Glaube ich nicht. Die GEMA wird eh abgeschafft. Richtig, richtig. Das könnte Apple durchaus schaffen. Aber, ja, das meinte ich auch. Aber nicht, dass die GEMA sich umstellt. Nein, aber ich glaube, dass es kann durchaus sein, dass genügend Leute dafür sind. Also ja. die Lobby von Apple ist groß genug, um vielleicht komplett gegen die GEMA was zu machen. Natürlich. Die sowieso ein. Das glaube ich auf jeden Fall, dass es Verein ist. So wie auch die andere mit GE, aber ich habe vergessen, wie dieser letzte dritte Buchstabe. Also iTunes Match gibt es halt in den USA. Das Prinzip finde ich total super. Du kannst irgendwie so einen Ablassbrief kaufen für $25. Und dann guckt halt iTunes, was hast du für Musik? Und alles, was du irgendwie in deinem iTunes drin hast, ist dann deine Musik. Und es wird dann mit der Wolke abgeglichen und da, wo du schlechte Versionen hast, da kriegst du dann bessere. Nein, und was da, wo du Versionen hast, stellt iTunes dir die aus dem iTunes Store zur Verfügung. Auch schlechtere. Wenn du lossless Musik hast, stellt iTunes ja, dir ja, okay, es gibt alles in 256K. Genau. Der sogenannten iTunes Plus Qualität. Der ehemaligen iTunes Plus Qualität. Jetzt nur noch iTunes Qualität. Das stimmt, richtig. Das heißt, also ich habe zum Beispiel meine Musik irgendwie meistens in 192 und ich habe das in 256, glaube ich, die meiste. Also das, was ich so rein importiere. Oder 320, ich weiß nicht mehr genau. Naja, zumindest würde ich dann plötzlich viel mehr Platz brauchen für meine Musik. Das ist aber nicht das Problem, denke ich. Ja, naja, irgendwann will ich auf eine SSD umsteigen. Dann ist es blöd. Aber ich, ist auch egal. Und es heißt iTunes Match. Genau, es heißt iTunes Match, aber es gibt's halt, wie gesagt, in... Deutschland nicht. Weißt du was, wo wir bei Match und bei nicht sind? Na? Weißt du was überhaupt nicht matcht? Nein. Suchanfragen und Leute, die auf meinen Blog kommen. Wow! Oh. Wow, nicht schlecht, mit dem Zaun. Ich weiß, das war eine sehr schlechte Überleitung. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch in der letzten Folge und dieser Folge genug über iTunes und iOS geredet. Und iCloud. Wir können jetzt mal komplett über andere Sachen reden. Genau. Und da wir noch irgendwie 30 Sekunden Zeit haben. Cool. Können wir über ein kurzes Thema reden. Und zwar, ich bin mal letztens... Ui, jetzt habe ich mich verklickt. Oh nein! Ich bin letztens mal wieder auf mein Statistik-Tool von meinem kleinen Mini-Blog, wo eigentlich nicht großartig was drinsteht, draufgegangen. Und da kann man gucken, was für Suchausdrücke Leute bei Google benutzt haben, wenn sie die Referrer eingeschaltet haben. Also wenn du bei Google was suchst und dann drauf gehst, kannst du ja über den Referrer auslesen, was sie da eingegeben haben bei Google, glaube ich. Das heißt, was du machst, ist, du guckst, über welchen Suchbegriff die Leute auf deine Seite gekommen sind. Genau. Und da gibt es manchmal ganz schön krasse Dinger. Zum Beispiel hat irgendjemand gesucht, Film über einen Vater und seine Tochter, die ihre Schulkamerade in der Nacht, also wirklich Kamerade, nicht Kameradin oder so, sondern Kamerade, in der Nacht des Abschlussballs töten. Ich habe nie über was so einen Film geschrieben. Und Vielleicht kennen die dich besser als du. Ja.
Was ich auch sehr lustig finde, ist www.nutellakuchen.de. Ich meine, da glaubt hat jemand das Google-Feld mit der Adresszeile verwechselt. Das kann gut sein. Aber über Nutellakuchen sind relativ viele Leute auf meine Seite inzwischen gekommen. Und auch relativ viele Leute sind über so Kleinigkeiten, die ich für so kleine Mac-Tweaks oder mal die Mail-Plugins von macOS reaktivieren. Sowas habe ich auch oft geschrieben. Aber was, das ist jetzt nicht so lustig. Was lustig ist, hier Holger Krupp.de hat ja auch jemand wieder die Google-Zeile verwechselt mit dem Dings. Wolfgang Becker, Vespa Oberhausen. Ich kenne keinen Wolfgang Becker, ich kenne keine, also eine Vespa kenne ich, aber Oberhausen war ich auch noch nie. Sehr, sehr seltsam. Ja. Was ist denn bei Dirty Minutes Left? Da kannst du ja mal. Ja, da gibt es sowas auch. Und da hat tatsächlich jemand nach Dirty Chickas for Fuck gesucht. Okay. Und ist dann offenbar bei uns gelandet. Andere Leute haben zum Beispiel nach dem Ammerlaunder Löffeltrunk gesucht. Er meinte wohl Ammerländer Löffeltrunk. Den haben wir einmal verkostet bei uns. Den hatten wir einmal und darüber hat das offenbar jemand gefunden. Oder natürlich über Dirty Minutes Left und aber auch über zum Beispiel CoffeeCircle.com Erfahrung oder Steffen Hensler. Wer ist das? Das ist der Koch aus von den Topfgeldjägern. Ah, okay. Sowas. Digger Barnes Slacker Song Video. Also Digger Barnes ist so ein Musiker, der ist eigentlich ganz cool. Kennen wenige Leute, aber ein Video vom Slacker Song habe ich bei mir nicht. Kenn ich nicht. Mhm. Red Bull hat jemand gesucht und ist bei uns gelandet. Nach meinem Namen. Premium Cola. Nach meinem Namen haben manche Leute. Barney Stinson Motivational Posters. Yeah, awesomeness. Die sind echt gut, die Posters. Also wenn ich so ein Einzelbüro hätte, würde ich mir die auch aufhängen. Mhm. Ich würde sie mir auch selber kaufen und aufhängen. Wie heißt sie noch? Mappi sieht aus wie Ballack. Das ist die eine Spielerin vom DFB. Frauennationalmannschaft, die sieht echt aus wie Michael Ballack. Hm. Nur halt in hübsch. Also, das könnte irgendwie Michael Ballacks kleine Schwester sein oder sowas. Komisch. Ja. Naja, gut. Ich glaube, wir sind mit unseren Themen dann auch so weit durch. Bana-Sprache, wieso Bana-Sprache? Ich weiß es. Ich habe mal irgendwie, ich saß in der Bahn und da hat jemand irgendwie durchgesagt, bitte steigen Sie alle aus, der Zug wird eingestellt oder eingeräumt oder sowas. Eingemottet. Und da habe ich mich drüber lustig gemacht und habe Bahnersprache dahinter geschrieben. Mhm. Im Tweet. Okay. Und das ist wohl, weil ich mein Twitter in meiner Webseite irgendwie eingebunden habe. Sehr lustig. Kokosbier. Kokosbier habe ich mal getrunken in Bremen. Aber das ist eklig. Das will man nicht. Das will man nicht trinken. Ja. Ja. Dann wieder mal eine sehr Apple-lastige Folge heute. Ja, schade für alle, die es nicht interessiert. Wir müssen nächstes Mal ein bisschen toll für alle, die sich drauf freuen. Wir müssen nächstes Mal ein bisschen wieder über Serien und sowas reden. Es geht jetzt wieder so in den Herbst. Ja. Winter, Serien, ja. Kram. Ja, stimmt. Die haben jetzt alle wieder angefangen irgendwann. Ja. Ne? Da gibt es schon ein paar Folgen von jeder Serie. Genau. Können wir drüber reden. Können wir mal machen, ja. Okay. Und dann, in dem Sinne, wünschen wir euch was? Ja, genau. Sowas, also Gutes. Meist was Gutes. Meist was Gutes. Manchen auch nicht, vielleicht. Doch, allen. Also allen, die uns zuhören, wünschen wir nur Gutes. Ja, den schon, aber den anderen nicht. Nee, das stimmt. Aber die reden wir auch nicht mit euch. Die können sich aber retten, indem sie uns auch zuhören. Genau. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschö. Ciao. Dirty Minutes Left.